Hallo Leute und herzlich willkommen zum dieswöchigen Setlog. Ich bin Semni und in der letzten Woche habe ich einfach mal ausgesetzt, denn schlicht und ergreifend, ich hatte keine Lust. Kommt mal vor. Ich denke, das ist aber auch nicht schlimm. Ich meine, es wird sich ja jetzt niemand verzehrt haben nach Infos von mir. Wozu mache ich das eigentlich? Ah ja, stimmt. Weil es mir auch irgendwo ein bisschen Spaß macht. Ich habe in der letzten Woche die Zeit dann allerdings genutzt, um eine Reihe betrüblicher Ereignisse, unerwarteter Ereignisse. Ich habe gerade keine Ahnung, wie der deutsche Titel Serie ist. Die Serienumsetzung von Lemony Snicket, rätselhafte Ereignisse, nach der Buchreihe, allerdings nach optischem Vorbild ein bisschen des Films, vor einigen Jahren schon erschienen ist. Und in dem geht es um die Kinder der Baudelaire-Familie. Das sind drei Stück, ein Klugscheißer, eine Bastlerin und ein Kind, das Sachen zernagen kann. Und sie verlieren ihre Eltern und werden dann daraufhin zu ihrem Onkel? Großonkel? Zum Grafen Olaf geschickt, der irgendwie entfernt mit ihnen verwandt ist, aber in der Nähe gewohnt hat. Damals im Film wurde noch gespielt von Jim Carrey, was großartig war, und vor allem da sich diese Figur sehr oft verkleidet und sich irgendwo einschleicht, sah der Trailer damals wirklich so aus: Jim Carrey und Jim Carrey in Lemony Snicket, rätselhafte Ereignisse. Fand ich großartig, habe ich letztes Jahr, glaube ich, mal nachgeholt, muss ich mir eigentlich noch kaufen. Der ist ziemlich cool und die Serie ist echt gut geworden. Jim Carrey wurde ausgetauscht durch Neil Patrick Harris, der natürlich nicht diesen kompletten Wahnsinn in den Augen hat, den ein Jim Carrey aufbringen kann. Und ich sage sehr oft Jim Carrey, Jim Carrey, Jim Carrey, Jim Carrey, Jim Carrey. Noch ein paar Mal und dann erscheint er vielleicht vor mir. Aber die Sache ziemlich gut macht. Die Serie lässt sich natürlich viel mehr Zeit bei den einzelnen Geschichten, bei den einzelnen Verwandten, zu denen diese Kinder dann kommen und die dann im Endeffekt meistens immer sterben. Es sind immer zwei Folgen pro Story-Abschnitt und sie passen das Intro an die Geschichte. Sie spielen mit dem Publikum, also brechen sehr oft die vierte Wand. Es hätte mich nicht gewundert, wenn es einfach für eine Folge Ryan Reynolds geholt, der einfach durchs Bild gelaufen wäre. Wobei, es kommt eine zweite Staffel. Die ist gar nicht so schlecht. Ist ziemlich gut, kann ich Ihnen empfehlen. Ist eine Netflix-Originalserie, wenn ich mich gerade nicht täusche. Also läuft aber auf jeden Fall dort. Und glaube ich auch nur dort. Also wer ein Konto dort hat, schaut die euch mal an. Die ist ziemlich, ziemlich cool und sind nur 8 Folgen. Das hält einen auch nicht so lange auf. Ich war an dem Freitag davor und da muss ich mal ganz kurz was holen. Ich bin super vorbereitet, das merkt man immer wieder, in diesem Film. Den kennt ihr nicht, ja, auch kein Wunder, dieser Film ist megamäßig unbekannt und auch nicht ganz unrecht. Hier in Oldenburg fand nämlich zum ersten Mal die Freak Film Night, der Freak Film Abend statt. Das ist jetzt ein monatlich, diesen Monat ist es dreimal, nächsten Monat ist es noch zweimal stattfindendes Trash-Film-Event hier in Oldenburg in der Kulturetage. Das ist so ein Platz, wo sowohl Theater als auch Kino als auch Kabarett und so weiter alles ein bisschen ineinander vereint ist in einem Gebäude. Und da war ich vorher noch nie. Der Kinosaal ist eigentlich auch ein Theaterraum, in dem sie eine Leinwand aufgespannt haben. Und das war die Premiere davon. Also ich war da wirklich am allerersten Tag, an dem sie das gemacht haben, am 13.01. dort. Und das war sehr eigen, es waren nicht viele Leute da, habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Wir waren vielleicht 14 Mann in dem Raum und da waren schon Veranstalter mit dabei. so in dem Dreh irgendwie war es. Davor lief Metropolis. Habe ich vorher irgendwie nicht gelesen, das lief, sonst hätte ich mir den wahrscheinlich auch noch angeguckt. Den habe ich schon mal gesehen. Ein sehr alter, sehr guter deutscher Film, der aber ziemlich wirr ist aus heutiger Sicht. Und Polder, Tokyo Heidi, steht dem in der Wirrheit definitiv nichts nach. Es geht um, wie kriege ich es zusammen, den Entwickler eines quasi Virtual Reality Spiels, in das man sich mit seinem Gehirn einloggt, also nicht so nur mit Brille, sondern halt wirklich mit dem kompletten Gehirn, das ein Abbild der Umgebung erstellt und man kann dort
Ja, alles Mögliche machen. Das Ganze ist ziemlich dystopisch angehaucht. Dass dort Drohnen rumfliegen und die sagen, ja, geht da rein, geht in dieses Spiel. Und seine Frau und sein Sohn, er ist am Anfang schon verschwunden und sie will eigentlich damit nichts mehr zu tun haben und möchte anscheinend auch diese Firma verklagen. Oder sucht irgendwas, um gegen die vorzugehen, und deine Anwältin, die dazugehört, ebenso. Das Ganze ist ziemlich eigenartig zusammengeschnitten und man versteht die Motivation der Charaktere ziemlich selten. Und das Ganze bekommt dann aber eine Auflösung, die klischeehaft ist, also für solche Geschichten. Also es ist eine Holodeck-Holodeck-Holodeck-Folge von Star Trek. Oder für die neuere Generation ist es wie Inception, bloß nicht mit Traum, sondern mit Computer. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Simulation, Computersimulation. Das am Ende immer noch weiter rausspielen. Also so die letzten 20 Minuten sind wirklich so dieses, ja, aber das war ja nur ein Traum oder eine Computersimulation. Und dann war das nochmal eine und dann war das nochmal eine. Und der Abspann ist super abartig. War meist der Tokyo Heidi. Ja, es wird behauptet, dass Tokyo Heidi na, anscheinend, ich schätze mal, Live-Action oder Anime oder Spielereihe war, und sie war die weibliche Hauptfigur, die auch die ganzen japanischen Texte schreiben musste, war Cosplayerin davon, so haben sie und ihr Mann sich kennengelernt. Aber was das jetzt war, steht nicht so ganz fest, anscheinend. Das Ganze gehört allerdings zu einem größeren Kunstprojekt, habe ich dort erfahren, das heißt Der Polder. Das ist anscheinend irgendwie so eine Art Augmented Reality-Spiel in Österreich? Das weiß ich nicht mehr, das habe ich nämlich nicht nachgeguckt. Und dazu gehört auch dieser Film, der dieses ganze Ding ein bisschen erweitert. Also dazu gibt es irgendwie eine größere Internetseite. Muss man sich mal anschauen, habe ich jetzt tatsächlich vergessen seitdem. Wollte ich eigentlich noch machen. Aber wer sich für so ein bisschen sehr kreative, aber nicht ganz schlüssige Sachen interessiert und für so Augmented Reality-Zeugs, kann da ja gerne mal reinschauen. Ich empfehle es hiermit einfach mal ungesehen. Denn wer zumindest einen gewissen Hang in diese Richtung hat, wird wahrscheinlich auf seine Kosten kommen. Ich habe leider The Arrival verpasst. Das dachte ich lief diese Woche, lief auch schon letzte Woche genau in dem gleichen Kino. Daher kann ich darüber jetzt nicht reden. Aber ja, mei, sei es drum. Dafür habe ich ein bisschen was gespielt. Und zwei davon werdet ihr auch in der nächsten Zeit auf meinem Kanal sehen. Das eine ist Celestian Tales Old North, das ist ein Indie-Rollenspiel. Mit Unity erstellt, sieht da links rechts nach Maker aus. Was ein sehr storygetriebenes Spiel über Adelsschichten ist in einer fiktiven Welt, die natürlich allerdings an ähnliche Adelsstrukturen in der echten Welt angelehnt sind. Und man hat sechs verschiedene Figuren. Man kann mit jedem von denen eine Startgeschichte spielen, ähnlich wie es jetzt zum Beispiel Dragon Age Origins gemacht hat. Nur sind die sehr, sehr kurz, die sind so 11 bis 20 Minuten. Ja, und die sagen wirklich 11, weil es wirklich irgendwie meistens 11 waren. Ich habe die alle aufgenommen. Ich habe danach noch ungefähr 20 Minuten weiter aufgenommen und das gezeigt, nachdem ich alle durch hatte. Und habe mich am Ende für Reynar entschieden. Reynar ist ein brachialer Typ aus einer adeligen Familie, die Grenzlande schützt und wahrscheinlich schon seit Geburt an quasi gegen mächtige Wesenheiten kämpfen musste, und dort sind alle ziemlich hart drauf und er sucht auch immer nur den Kampf und alles andere langweilt ihn, und ja, Fleisch und Blut und Gewalt. Allerdings hat er einen Vater, der eigentlich möchte, dass er ein bisschen weiser wird, dass er dieses Land anders führt, weil er mittlerweile spürt, dass seine bärenhafte, mächtige Kraft, die er in der Jugend, wie sein Sohn hatte, ja langsam versiegt und er dann eventuell das nicht mehr so gut verteidigen kann. Und das ist ein schöner Ansatz. Dazwischen ist dann halt noch einer, die, ja, wir sind Adlige, wir dürfen uns nicht mit dem normalen Volk abgeben. Mit einem widerwärtigen Bruder, einer, die schon seit Kindheitstagen an eigentlich als Soldatin trainiert wurde, ein weiterer, der sich das erschlichen hat, also der hat einen Adligen umgebracht und seine Rolle eingenommen. Und eine Halbelfe, die dort zu mit eingeraten ist, die ganze Welt gar nicht versteht und sehr intelligente Fragen eigentlich stellt. In ihrer Naivität, es geht mir bloß auf den Sack, dass sie immer eine dritte Person von sich redet, das ist furchtbar. Und dann noch eine kleine Streberin aus einer
quasi aufgestiegenen Händlerfamilie, so würde ich es ungefähr bezeichnen, sind die anscheinend schon länger adelig. Adelig. Ist, wie gesagt, sehr interessant, nimmt aber nach dem Intro zu schnell Fahrt auf und hat neben den Kämpfen nur Story. Das muss nicht schlimm sein, aber die Story geht ein bisschen zu schnell voran, finde ich persönlich. Während der erste Kapitel danach noch ziemlich cool ist, mit einem kleinen Auftrag, der während des Trainings steht, wird man danach schon durch die ganze Welt, durch die halbe Welt geschickt. Und das hätte ich mir ein bisschen länger gewünscht. Aber ansonsten kann ich es trotzdem empfehlen. Es müsste derzeit auch noch im Winter Sale vom Humble Bundle für, ich glaube, 4 Euro noch was sein. Also da macht er wahrscheinlich nichts falsch. Ich habe in dem Rahmen noch ein anderes Spiel erworben, was ich mir noch angucken möchte. Aber habe ich noch nicht. Wird dann auch noch kommen. Und was ich allerdings gespielt habe, ist Tokyo Mirage Sessions Sharp FI. Einer der längsten und furchtbarsten Titel aller Zeiten, war ursprünglich mal angekündigt als Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem, wo ich damals ja gehofft habe, es wird quasi ein Strategiespiel im Sinne von Fire Emblem in einem Setting wie Shin Megami Tensei, also so Endzeit, Dämonen, man geht Verträge ein und so weiter. Ist es nicht geworden. Ist es definitiv nicht geworden. Ist es letzten Endes ein, naja, eher in die Persona-Reihe passendes Shin Megami-Spiel mit ein paar kleinen Elementen, wie zum Beispiel dem Waffendreieck, was wenigstens ordentlich drin ist. Den Sounds, gerade Musikstücken und so weiter und ein paar Charakteren, die zumindest in Anlehnung an Fire Emblem Charakteren entstanden sind. Das Ganze spielt in Tokio, wie der Name es vermuten lässt, und die Hauptcharaktere sind Künstler. Also allerdings jetzt nicht Maler oder klassische Musik oder so, nein, also die weibliche Protagonistin möchte gerne Idol werden, du hast einen Kumpel, der möchte unbedingt in so, ja, Power Rangers oder Kamen Riders mäßigen Action-Serien mitspielen und geht da voll drauf ab. Da hast du noch eine große, erfolgreiche Sängerin im Kader und der Hauptcharakter weiß eigentlich gar nicht, dass er so zufällig mit reingeraten, weil seine Freunde dabei sind und anscheinend fügt er genau wie die anderen immer eine große Kraft, die nennt sich Performer, nicht Persona, aber es liegt ziemlich nah dran, durch die er ein sogenanntes Mirage, eine Art Geisterwesen, auf seine Seite ziehen konnte und mit ihm zusammenkämpfen konnte. In seinem Fall ist es Chrome, der Hauptcharakter aus Fire Emblem Awakening, der allerdings in so einer Art Dämonenform mit leuchtenden Augen und Umhang und hat kein Gedächtnis mehr. Und die Sängerin hat Taya, auch aus Fire Emblem Awakening, was ich dann ein bisschen schade finde, ich hätte es besser gefunden, hätte man halt aus allen Teilen und nicht gleich im Hauptcast 2 aus dem, ja, wahrscheinlich erfolgreichsten Teil, aber trotzdem einen der neueren, die ja, und vor allem eine Reihe, die wirklich lange, lange zurückreicht. Immerhin ist Awakening Teil 13. Ja, Teil 13. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten gefällt mir das Spiel ziemlich gut. Ich habe bis zum ersten Kampf gezeigt, was ungefähr eine Dreiviertelstunde oder so 40 Minuten gedauert hat. Und empfehle an der Stelle, genau wie im Video auch, für weitere Informationen dazu das Video von Speckobst. Das ist ein YouTuber, der auch in meinen Empfehlungen steht, den ich ziemlich gut finde, mit dem ich auch schon mal in einem Podcast zu Gast war bei Victory Road, den ich auch empfehlen kann. Da ist er nämlich auch oft zu hören, der eine sehr interessante und sehr eigene Meinung hat und sehr nischige Spiele mag. Und dieses Spiel damals schon auf Japanisch gespielt, lange bevor es in Deutschland rauskam. Ich habe es lange nachdem es in Deutschland rauskam, hier gespielt und gestern tatsächlich 7 Stunden da reingesteckt. Also tatsächlich scheint es mir sehr gut zu gefallen. Man hat ein nettes Kampfsystem, man hat verschiedene Skillränge, man hat Tokio schon gestaltet, man hat das sehr minimalistisch gehalten an vielen Stellen, was allerdings gut passt. Und man hat einfach Elemente, die mir vertraut sind als Fan von den Shin Megami-Sachen. Gerade wie gesagt Persona, aber ich habe ja auch Shin Megami 4 recht weit gespielt und leider aufgrund dessen, dass ich mein 3DS gewechselt habe, den Speicherstand verloren. Muss ich mal wieder reinschauen. Hat aber definitiv was. Eine Sache, die mir nicht ganz zusagt, das ist aber meckern auf ziemlich hohem Niveau. Man hat Zwischensequenzen in so Anime-Stil, die sind allerdings nicht durchweg handgezeichnet, sondern an vielen Stellen halt 3D animiert. Zwar sehr minimal, sodass es immer noch wie gezeichnet aussieht an vielen Stellen, aber man sieht es und dadurch sind die Figuren gefühlt weniger detailreich.
Wodurch tatsächlich die Spielmodelle teilweise in meinen Augen besser aussehen, vor allem weil die Farben da schöner sind. Es ist hübsch gemacht, es sind genug Details, dass es nicht komisch wirkt, aber ich mag diese Art von Stil einfach nicht. Das ist was recht Persönliches. Und ich finde, gerade in asiatischen Zeichentrickserien sehen diese Animationen oft auch nicht gut aus. Dafür haben sie aber auch gleichzeitig welche, die am besten aussehen. Ich sage nur den Final Fantasy VII-Film, der einfach nach wie vor einer der krass aussehendsten Animationsfilme ist. Von 3D-Animationen und nicht von Zeichentrick-Animationen her gesehen. Aber speziell Persona 4 Golden hatte so viel schönere Zwischensequenzen, dass sie halt einfach komplett allerhand gezeichnet waren. Aber das ist natürlich auch teurer und ich glaube, dieses Spiel wird, gerade weil es für die Wii U ist, schon teuer genug und schon wenig ertragreich genug gewesen sein. Deswegen nehme ich denen das nicht krumm. Ich hätte es mir natürlich anders gewünscht. Aber naja, mir muss man es ja nicht zwingend recht machen. Es ist ja trotzdem ziemlich cool. Und ich hoffe, dass mir das Video nicht weggestrikt wird, weil da ein Song drin ist, der von einem japanischen Pop-Label stammt. Mal schauen. Ja, zuletzt den Test habe ich übrigens auch 5 Stunden gespielt. Also ich war viel beschäftigt dieses Wochenende anscheinend. Oder die letzten Tage. Was ich auch noch gemacht habe und was natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat, ich habe meine erste Rollenspielrunde selber, die ich selber geschrieben habe, geleitet und zwar in Shadowrun. Das Ganze spielt in der Sox. Das ist ein Gebiet, das nach einem Atomunglück abgeriegelt und mit einer riesen Mauer versehen wurde, wo allerdings natürlich noch ein paar Leute, die damals dort gelebt haben, sind, die natürlich alle Fallout-mäßig oder so, also so dieses Setting-mäßig ziemlich kaputt sind. Dazwischen stehen allerdings noch riesige Arkologien, also so riesige Firmengebilde, so wie Türme aus Stahl und Glas, die vor der Strahlung geschützt sind und in der Leute forschen, speziell halt in dem Bereich, wie wirkt die Strahlung auf irgendwas aus oder irgendwelche Geheimprojekte testen oder Waffen testen und dergleichen. Die erste Runde ist nicht sonderlich kompliziert und sie ist vom Grundton her relativ amüsant anscheinend gehalten. Es gab zumindest viel Gelächter und das hat mich gefreut. Es hat den dreien auch gefallen. Und die wird demnächst hier auf dem Kanal erscheint. Ich habe sie natürlich aufgenommen, aber ich möchte die ein bisschen mit Musik unterlegen. Ich möchte die Intros sprechen, ich möchte die richtig zurechtschneiden, ich möchte ein Bild dafür machen. Ich muss mal schauen, das dauert ein bisschen. Genau wie mit der Warhammer-Runde, die hier noch erscheinen wird, die im Setting Only War spielt, also wo man normale Soldaten spielt. Da werde ich auch noch ein bisschen brauchen, auch wenn wir da schon die zweite Session aufgenommen haben, die nicht ganz so cool war wie die erste, muss ich zugeben. Sich auch wie gerade meckern auf hohem Niveau, aber die hat mir einfach nicht ganz so viel Spaß gemacht wie die erste. Aber das liegt vor allem daran, dass wir wahnsinnig viel verkackt haben. Aber ja, das wird alles noch kommen. Ich lasse mir bloß ein bisschen mehr Zeit. Ich möchte da, wie gesagt, ein bisschen den Aufwand, den ich hinkriege, reinstecken und hoffe, dass das dann irgendwann gut ankommt, wenn es denn hier ankommt. Ja, ich denke, das passt. Ich habe schon wieder viel länger geredet, als ich gedacht und gewollt habe. Habt euch wohl. Euer Sinn.